Willkommen zu Dragon Age Origins. So, was ich noch. Wir haben ja hier im letzten Part ihn geheilt und haben mit ihm ja schon gesprochen. Und durch die ganze Sache mit ihm kann man sich, oder schaltet man sich für den Krieger den Champion frei. Das wurde jetzt hier nicht so eingeblendet, aber so ist es. Man kriegt bei ihm dann halt den Champion. So. Dann gucken wir mal. Moment. So. Hat jetzt Tegan denn noch was zu sagen? Ihr habt Eamon geheilt. Seid ausgiebigst bedankt. Was nun geschieht, liegt allein an ihm. Wenn jemand diesen Bürgerkrieg beenden kann, dann er. Ja, und du, Dank Isolde? euch lebt mein Mann. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ja. So, und wir haben natürlich auch unseren Aufstieg. So, was haben wir denn gekriegt? Keinen davon. Aber hier für Fähigkeiten. So, ja, dann können wir hier in Taktiken reingeben, weil wir brauchen kein Fallenlegen oder sonstiges. Stehlen brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu skillen. Deshalb einmal hier rein. So. Ja, da hat sich direkt was reingesetzt. Muss ich jetzt mal gucken. Achso, wir könnten ja auch das wieder an seinen neuen Platz setzen. So, gut. Dann würde ich sagen, tauschen wir. Ups. Tauschen wir. So. Die zwei Posten. Und dann tauschen wir auch die zwei. Zwei Waffenstreich machen wir dorthin. So, und statt dem sagen wir ihr jetzt auch selbst Gesundheit weniger als 10, soll sie auch den Schwächsten. So. Gut. Bei Alistair, ja, müssten wir gucken. Da könnten wir. Achso, da gucken wir auch mal direkt. So. Der hier muss erstmal weichen. Nee. So. Wir müssen das jetzt. Die Templer, da kommt noch. Passiv und aktiv, also noch ein Aktiv. Das heißt hier. Ja, das ist auch passiv. Passiv. Ja, dann kommt's hin. Da kommt das dann noch hin. Ja, sehr schön. So. Taktiken. Alistair. Wenn selbst.
Was kommt hier? Was hätten wir hier? Gebiet säubern. Wenn Gegner Angriffstyp hier Magischen, sagen wir, machen was Fähigkeit Gebiet säubern. So. Ja. Gut. Hohen heilen. Haben wir die eiserne Umarmung, haben wir drin. Gut, dann kann sie eigentlich Arkanen Bolzen. Ja, also geben wir ihr rein selbst. Beliebig. Da. So, gut. Ja, Liliana hat schon so viel. So. Ja, hat schon Gesundheit und Lyrium bei dabei, gut. Ich glaube, das gehört dabei, ne? Gucken wir mal. Ach nee, die gehören. So. So, gut. Zu Taktiken. Was haben wir hier? Defensiver Schuss. Schnellschuss. Verkrüppelter. Festhaltender. Zerspringter Schnellschuss. Verkrüppelter, festhaltender, ist alles schon da drin. Ja. Kritischer ist dabei. Unterdrückungsschuss. Geben wir ihr das auch rein. Selbst, beliebig. Streuschuss. So. So, haben wir jetzt so viel Zeit wieder vergeudet. Ja.
Jetzt stehen hier nur noch die Rüstungen doof rum, die uns ja mal angegriffen hatten. So, hier hatten wir ja alles soweit abgesucht gehabt. Habt ihr jetzt was zu sagen? Die Genesung des Aals ist ein Segen für das Land. Wir stehen tief in eurer Schuld. Naja. Hallo? Der Aal lebt. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Andraste sei Dank für dieses Wunder. So. Und du? Aal Eamon schuldet euch eine Menge, das steht fest. Ich bin stolz, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ja, schön. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Erstmal. Wir müssen ja sowieso hier nochmal hin zurück. So, jetzt haben wir im Lager. Huch. Ach, jetzt haben wir hier die Gruppierungen alle da. Gut, dann können wir hier mal gucken, was die zu sagen haben. Hallo? Ein wundersamer Ort ist das hier. Ich hätte nie gedacht, dass Gebäude so groß sein können. Wir grüßen euch, grauer Wächter. Ausholen und zuschlagen! Ausholen und zuschlagen! Aha, ausholen, zuschlagen. Na? Grüße, grauer Wächter! Ich habe mich gerade verpflichtet. Die Rüstung passt nicht ganz, aber es muss eben gehen. Ja, wächst schon rein. Der Aal hat nach seinem Erwachen sofort nach einer Armee verlangt. Wir ziehen mit Sicherheit in den Kampf. Jo, allerdings. Na. Guten Tag, Herren. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herren. Okay, hallo. So, hier hinten gammeln die Zwerge rum. Die machen gar nichts, weil sie sich sicher sind. Die Männer schlafen an der Oberfläche schlecht. Sie sagen, sie hätten Albträume, dass sie nach oben in den Himmel stürzen. Das soll schlimmer sein als die dunkle Brut. Oho. Die Oberfläche ist sehr hell. Es ist beängstigend, kein richtiges Dach über dem Kopf zu haben. Die Menschen sprechen von der dunklen Brut, als wäre sie plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Sind die denn blind? Nein, die dunkle Brut ist halt nicht so gerne hier oben. So, habt ihr noch was zu sagen? Ein wundersamer Ort ist das hier. Ich hätte nie gedacht, dass Gebäude so groß sein können. Ja. Und du? Die meisten von uns haben den Clan noch nie verlassen. Es gab keinen Grund dafür. So viele Völker. Und doch scheinen alle einander fremd zu sein. Ja, ist halt so. So, dann können wir auch über die Karte schnell reisen. Oder auch nicht. Weil ich wollte ja jetzt mich dann darum kümmern, das mit den, also zum größten Teil schon mal, naja gut, wie viel haben wir denn im Gepäck? Ja, wir können Sachen verkaufen. So, wir müssten ja so weit im Grunde falsche Zeugen, Übergabe, okay. Das gut geschmiert, das ist das. Ja, da müssen wir noch machen. Ja. Ich glaube, dann müssen wir erstmal gucken. Ups, weiterspielen natürlich. Ich habe falsch. Wir müssen jetzt sehen,
was wir hier noch erstmal ablegen können. So, Giftextrakte brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, dann stopfen wir jetzt mal die hier mit rein. So, die Bücher müssen wir auf uns zum größten Teil anwenden. So, wie viel? 1, 2, 3. Und dann muss ich natürlich jetzt auch sehen, was nochmal Win braucht, um genügend Wundumschläge für uns zu machen. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir verzaubern. Achso. Was haben wir denn hier für Runen jetzt drin? Experte, Geselle, Novize, Experte, Geselle, Novize, Experte, Geselle, Novize, Geselle, Experte, Geselle, Novize, Experte, Geselle, Novize. Okay. Hier ist kein Meister dabei und wir haben auch keine Rune irgendwie dabei. Gut. So, und hier haben wir jetzt den Gesandten von dem Menschen. So, gut. Dann verkaufen wir jetzt eben die Sachen, also hier die Weißholz, Bogen, den lagern wir, achso, gut, dann lagern wir gerade noch ein paar Sachen ein, wo es halt im Moment so ein bisschen geht. Achso, hier haben wir ja auch noch ganz viele Tiefenpilze. Todeswurzel. So, dann kommt jetzt hier mal der rein. Das kann weg, weil wir benutzen sowieso nichts. Grob geschnittene. Ja, können wir verkaufen. Das ist ja das Geschenk von Earl Eamon. Gucken wir, ob wir das in die magische Truhe vielleicht reinkriegen. Gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? So, Eamons Schild. Gut, passte noch rein. Sehr gut. Ich glaube zwar nicht, dass es levelt, aber naja. So, dann können die Sachen alle jetzt verkauft werden. Liliana. So. Meine Liebe, dann, du hast keine Pfeile mehr. Dann bitteschön. Dann haben wir das auch weg. So. Packen wir noch die Granaten. Vorsichtshalber. Aber ich glaube, wir brauchen die nicht mehr. So. Gut. Dann geben wir mal Win. Die hat uns ja etwas abgezogen. Wo haben wir Win?
Alter. Gut. Owen. So, meine Liebe. Bitteschön. Oh, wundervoll. Ja, ne? Schön, ne? Jetzt haben wir sie wieder bei 100. So, die haben wir auch bei 100. Ja, die... Wir könnten noch ein paar Geschenke verteilen. Aber ich muss sagen, wir haben die Leute ordentlich hochgepusht. So, wir können ja dann auch im nächsten Part mal eben gucken, ob es noch ein paar Gesprächsoptionen gäbe. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann. Tschüss.